Also das, was am menschlichen Leben lebenswert ist, ist ja gerade das bewusste Leben und nicht bloß das Vegetieren. Ich habe einen Organspendeausweis. Du? Bis jetzt habe ich eigentlich noch keinen, weil ich einfach noch nicht die Zeit hatte, mir hinreichend genaue Gedanken darüber zu machen, die Rechtslage zu studieren und so weiter. Aber wenn dich jemand fragen würde, würdest du dann zustimmen, dein Organ zu entnehmen? Prinzipiell schon. Also wenn die Rechtslage sauber ist, wovon ich auch in Deutschland ausgehe, würde ich mir das sehr genau, wie gesagt, trotzdem noch mal ansehen. Aber prinzipiell denke ich schon, dass es meine moralische Pflicht wäre, Organe zu spenden, wenn ich denn tot bin und damit anderen Menschen helfen kann. Jetzt ist es natürlich so, dass es Kritiker gibt, die sagen, der Körper wird ausgeweidet und der Mensch lebt ja eigentlich noch. Ist ja nur hirntot. Ja, die Frage ist natürlich, ob wir noch mal wieder ein bewusstes Leben führen können. Also das, was am menschlichen Leben lebenswert ist, ist ja gerade das bewusste Leben und nicht bloß das Vegetieren. Ja, also nicht bloß das vegetative Leben, dass unsere Zellen wachsen und, oder wir weiter atmen, sondern dass wir ein bewusstes geistiges Leben führen können. Wenn es klar ist, dass jemand auf gar keinen Fall bewusst ist und auch ganz sicher niemals mehr bewusst werden kann, dann ist nach allem, was für menschliches Leben relevant ist, der Tod eingetreten. Und dann kann man auch Organe abtreten. Und wenn das jetzt dein Kind wäre, das hirntot wäre, weil es einen schweren Unfall hätte, würdest du zustimmen? Ich glaube, durch die Schocksituation und dadurch, dass es fast unendlich schwer ist anzuerkennen, dass eine solche Person aus dem eigenen Leben scheidet, wird man wahrscheinlich dazu neigen, Nein zu sagen, ja, aus Vorstellung vor Respekt. Ja. Aber im Grunde genommen ist es auch in dem Fall genau gleich und es ist moralisch geboten, das zu tun. Aber ich glaube, man könnte niemandem vorwerfen, sein eigenes Kind unberührt ins Grab zu legen. Man zweifelt ja auch, ist es jetzt wirklich tot? Habe ich sie vielleicht selbst getötet? Also ich glaube, das Unbehagen hätte ich nicht, sondern mein Unbehagen wäre eher so die Vorstellung, dass meinem Kind irgendein Organ entnommen wird. Das ist eine allgemein schwer erträgliche Vorstellung. Aber ich glaube, vom ethischen Gesichtspunkt aus gibt es da gar kein Problem. Das hat nur damit zu tun, dass eben allgemein es für uns extrem unerträglich ist, dass unser Kind sterben könnte. Du warst ja gerade in Österreich, da ist es anders. Jeder, der dort als Bürger lebt, ist automatisch gleichzeitig ein Spender. Wie siehst du das? Ja, das halte ich für eine ganz erschreckende Idee. Das halte ich für ganz problematisch, für einen Übertritt der Grenzen des Rechtsstaates, wie er idealerweise sein sollte, aus dem ganz einfachen Grund. Organspende sollte sein ein moralischer Akt, das heißt freiwillig. In dem Augenblick, wo mich die rechtliche Lage dazu zwingt, diesen Akt zu vollziehen, greift sie bereits in meinen Körper ein und ich werde Gegenstand, mein Körper wird Gegenstand der Politik. Und zwar mein schon sozusagen als tot angesehener Körper. Erstens könnte man das extrem leicht missbrauchen unter falschen politischen Umständen. Das ist natürlich eine Gefahr. Und zweitens wird damit etwas, was eigentlich freiwillig abgegeben wird, staatlich erzwungen. Insofern klares Nein finde ich schrecklich. Aber es ist doch eigentlich gut. Es ist doch auch ein Akt der Nächstenliebe, oder? Ja, in dem Fall ist es, glaube ich, überhaupt gar kein Akt der Nächstenliebe, sondern eine medizinische, staatlich gesteuerte Zwangsversorgung mit Organen.